Was geht ab, Freunde? Willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Und zwar, wir haben gerade ausgecheckt. Genau, denn es ist unser letzter Tag. Ja. Und ja, wir haben das Frühstück verpasst. Aber wir haben das Checkout nicht verpasst. Deswegen, wir gehen jetzt schnell frühstücken. Koffer konnten wir im Hotel lassen. Also ich glaube, einige kennen das Problem sicher. Wir mussten jetzt keinen extra Tag buchen. Also sie wollten pro Gepäckstück 1 Pfund haben. Das finde ich ganz in Ordnung. Das finde ich auch in Ordnung. Ja. Und jetzt gehen wir mal frühstücken. Was zu essen. Leute, danke, Bäckerei. Wir haben jetzt was zum Frühstücken gefunden. Und Leute, es sieht so lecker aus. Also da haben wir so einfach Pizza, Käse mit Oliven und Rucola. Das ist für Medina. Also das hier Medina Mini-Croissants. Mini-Croissants. Und sie ist doch schon am Essen. Ihr könnt sehen. Das sind Quarkbällchen. Ja. Und? Ja, ich glaube, das ist selbsterklärend. Das haben sie auch aufgewärmt. Ein Kaffee Latte für mich. Ja, ein Kaffee Latte für... Und noch ein Croissant. Ja. Und jetzt gönnen wir uns das. Ja. Wir sind... Wie heißt die Station nochmal? Das ist das erste Mal, sehe ich auf der Brücke. Das ist das erste Mal auf der Brücke. Fulham Broadway. Fulham Broadway und das ist wir wollen... ein kleines Einkaufszentrum jetzt. Genau, Shopping Center. Das war reiner Zufall, Leute. Ja. Wir wollen... Chelsea Stadion besuchen. Genau, das war das der Wunsch der von Nähe. Ihm. Das ist in der Nähe und ich wollte es unbedingt sehen. Ja. Und wir werden es finden. Aschken, glaubst du, sind wir richtig zum Chelsea Stadion? Ich glaube, irgendwas ist da falsch. Da drüben. Alles. Alles ist so. Achso, das ist auch ein Eingang. Aber wo ist das Stadion? Bist du enttäuscht? Also, man sieht noch nicht. Zeig mal. Und wir haben den Security vor der Tür gefragt, wo das Chelsea Stadion ist. Und er hat gesagt, that's it. Da sind wir ein bisschen enttäuscht. Aber wir geben die Hoffnung nicht auf. Schon, wir gehen so. Ja. Wir haben uns jetzt eine Tour gebucht und 25 Pfund. 25 Pfund pro Person, aber wir gönnen uns jetzt. Wir haben Zutritt zum Museum. Und zum Stadion, dann geht es auch. Ja, wir haben eine Tour gebucht. Für uns drei. Sie hat auch eins bekommen, aber sie schläft noch. Schläft. Und in der Zeit, wo sie noch schläft, werden wir uns das Museum ansehen. Und wenn sie dann aufwacht, machen wir die Tour. Malika ist da. Komm ein bisschen mittig. Und sie schießt jetzt einen Elfmeter. Malika. Malika Kalle. Malika Kalle. Komm einfach raus, bitte. Er ist in seinem Element, Freunde. Die Tour beginnt. Wir gehen jetzt. Medo ist auch da. Medo ist auch hier. Wir gehen. Einfach Chelsea Stadion, Leute. Dead opposite is our newest stand, the West. Okay, that was finished in 2002. And right down at the bottom, the South Stand, better known these days as the Shed End. Er hat ein Interview, Leute. Leute, Frau Dekalis, 1 Million Abonnenten für mich in Chelsea Stadion. Das hier ist die Gäste-Umkleidekabine. Und Leute, Cersei, ist Bescheid, Messi, Ronaldinho, die waren alle mal hier. Jetzt waren wir auch mal hier. Größer als unsere Wohnung. Hier ist das Chelsea. Mittlerweile sind wir wieder bei der U-Bahn-Station und warten auf unser Zug. Malika wieder ein neues Foto posten. Man beachtet, wie viele aber geschossen wurden. Und jetzt, wir warten auf unser Zug, gehen schnell was essen. Es ist ein bisschen gestresst, aber wir zeigen euch ja, was der Plan ist. So hungrig, was das Essen also betrifft. Jetzt sind wir haben nicht mehr so viel Zeit. Ja, und aber wir essen wieder dasselbe wie vor. Leute, das ist so geil. Gestern. Das ist so geil. Ist das in der Bahn liegen, oder? Ja. Versuchst du damit zu zahlen? Nein, ich schon nein. Leute, dieses Geld ist so anders hier. Wir sind extrem in Eile. Und wir sind wieder zu spät. Weil?
Chelsea Stadion. Achso, Leute, Chelsea Stadion hat uns ein bisschen nach hinten geworfen. Ja. Aber wir machen das Beste draus. Aber wir sollten das schaffen. Hast du was zu sagen? Leute, wir sind wieder minus gegangen. Und wieder jetzt der Card kommt mir nicht zurückgeben. Wer will, wir verkaufen. Wenn jemand nach London fliegt, sag's Bescheid. Und jetzt wollen wir einfach nur unser Zug erwischen. Wir sind jetzt am Flughafen. Wir haben noch wie viel Zeit? 2 Stunden, bis der Flug losgeht. Es ist halb? Es ist halb, ja. Dann haben wir nur mal 1,5 Stunden. Dann ist der Gate geschlossen. Wir hoffen, die Kontrollen sind nicht zu krass. Weil es sind so viele, wieso immer Leute? Es sind so viele Leute. Aber ja, aber es ist unsere Schuld. Es ist ärger wieder unsere Schuld. Und es ist so viel los. Ich glaube, wir werden hier locker eine Stunde. Eine halbe Stunde 100%. Ja, die Sicherheitskontrolle ist krass. Also es ist krass. Wir haben jetzt noch 45 Minuten, bis wir überhaupt erfahren, welchen Gate wir müssen. Der Flughafen ist Absturz. Ja, nein. Aber bitte schaut mal, wenn wir auf Gate 1 bis 39 müssen, dann müssen wir noch mit Zug fahren. Ah. Medina ist hier voll am Chill. Ja, wir versuchen 40 Minuten jetzt totzuschlagen, mal sehen. Wir sind jetzt im Babywickelraum. Medina wurde hier gerade gewickelt. Auf jeden Fall unser Flug. Also wir haben jetzt, also wir wissen jetzt, an welchen Gate wir müssen. Und ja, dahin gehen wir jetzt auch. Also wir waren gelassen, ja. Hier gibt es so Stillräume außerdem. Finde ich auch ganz toll. Falls das Kind sitzen kann, Flasche kann man auch aufwärmen. Also finde ich richtig toll hier. Wir fliegen jetzt los. Momo ist auf der anderen Seite da unten. Irgendwie ist es nicht. Eigentlich haben wir mit Ryanair gebucht. Ja, wir fliegen mit dem. Es ist eigentlich schon Abflugszeit. Schauen wir mal, ob wir pünktlich ankommen. Ja, wir sind ein bisschen genervt, weil wir so lange gewartet haben. Aber ja, Medina ist auch da und wir gehen jetzt auf unseren Platz. Sie ist das einzige Baby an Bord und glaub mir, das weiß jeder. Wir sind in Österreich. Na servus, jetzt sind wir wieder da. Wir haben Medinas Kinderwagen und LeBron James auf China Version. Hadi, 8-3 Lira. Aşkım, ich warte dann draußen. Aşkım. Zu Hause angekommen und Salcipasta. Ich meine, es ist mit Kürbiskernöl. Das Salcipasta, Leute, einfach Tomatenmark mit ihnen. Das ist unsere Lieblingspasta. So und es geht in 5 Minuten. Ja, auf jeden Fall. Medina schläft. Wir haben so einen Tick. Wir räumen gleich unsere Koffer aus. Das haben wir auch gemacht. Alles aufgeräumt. Schnell was essen. Ja. Wenn ihr nicht glaubt, ist alles aufgeräumt. Es fühlt sich so gut, dann zu Hause zu sein. Ja. Und London war richtig geil. Also davon können wir echt sagen, das war ein gelungener Trip. Ich melde mich nochmal morgen bei euch. Ich erkläre euch alles bezüglich Ein- und Ausreise, aber das war's mal von diesem Tag. Ein neuer Tag hat gestartet, mittlerweile auch schon am späten Nachmittag. Momo ist schon arbeiten, ich habe die Wohnung schon auf Vordermann gebracht, das Mittagessen kocht schon, Mittagessen, Abendessen. Medina macht schon ihr Nickerchen und ja, wir sind wieder voll zurück in unseren Alltag. Ich wollte euch heute aber noch bezüglich der Einreise und der Ausreise was erzählen. Das habe ich in den letzten 2 Videos nicht gemacht, finde es aber schon sehr wichtig. Also bezüglich der Einreise nach London muss man einen PLF ausfüllen, also ein Passenger Locator Form. Ich habe es auf der Seite von einem Ministerium gefunden. Aber ich glaube, wenn man Einreise London eingibt oder Einreise England, kommt das automatisch raus, dass man das ausfüllen muss. Um das auszufüllen, muss man einen Day-2-Covid-Test buchen. Soweit ich das verstanden habe, geimpfte Personen, also Mo und ich sind ja geimpft, müssen bei der Einreise keinen Corona-Test haben, nur eine Bestätigung, dass man geimpft worden ist. Und
eben diese Passenger Locator Form inklusive die Bestätigung, dass man diesen Day 2 Covid-Test gebucht hat. Und zwar muss man am zweiten Tag in London einen Corona-Test machen und am achten Tag. Am achten Tag entfällt das aber, wenn man geimpft ist. Am zweiten Tag muss jeder machen, geimpft oder ungeimpft. Wir haben für den Day 2 Covid-Test, also muss man im Vorhinein buchen. Der Test wird dann, also es muss kein PCR-Test sein, es ist ein Antigen-Test. Den bucht man, der Test wird dann noch in die Adresse in London geschickt, in unserem Fall, in unser Hotel. Und das kann man dann online machen. Ich habe den Test gebucht, ich habe eine Nummer gekriegt und somit konnte ich auch dieses Formular ausfüllen und so konnten wir auch einreisen. An die, die nicht geimpft sind, die brauchen einen Corona-Test, also das ist der jetzige Stand, einen PCR-Test, diesen gebuchten Test und noch extra, diesen Passenger Locator Form muss man ausfüllen und sie müssen am achten Tag auch noch einen Corona-Test machen, inklusive 10-tägige Quarantäne, wenn man nicht geimpft ist. So habe ich es verstanden, möchte nichts Falsches sagen, aber in unserem Fall, wir mussten keine Quarantäne antreten, nur alles ausfüllen. Und ich habe den Test gebucht, der Test ist nicht gekommen, somit haben wir nicht am zweiten Tag den Corona-Test gemacht. Es war aber nicht meine Schuld, denn ich habe alles eigentlich richtig gemacht. Die Firma, bei der ich es gebucht habe, hat es einfach nicht rechtzeitig geschickt und es ist nie angekommen. Beim Rückflug gab es Gott sei Dank keine Probleme. Nach dem Test wurde auch, um ehrlich zu sein, nie wieder gefragt. Und bei der Rückreise gab es gar keine Probleme, denn wir waren geimpft. Ja, das war's. Das sind jetzt aber die Regeln für Österreich. Ihr müsst, also falls ihr in Deutschland lebt, müsst ihr euch das nochmal genauer ansehen. Und sonst war's das auch schon von diesem Video. Ich hoffe, ich habe es gut erklärt. Wenn nicht, könnt ihr uns gerne nochmal schreiben und ich erkläre es euch vielleicht noch genauer. Beziehungsweise online findet man sehr genau alles. Und wie gesagt, es kommt ja immer drauf an, wo man lebt. Dort sind die Regeln und Bestimmungen ja immer anders. Und ja, so viel dazu. Das war's mit diesem Video. Wir hoffen natürlich, es hat euch gefallen. Wenn schon, hinterlasst dem Video einen Daumen nach oben, wenn nicht, nach unten. Abonnieren nicht vergessen, denn es ist kostenlos. Und ja, bis zum nächsten Mal.